Hallöchen, Papöchen, und ich gehe mal schnell weg. Hier kommen die Gegner. Au, au, die hauen mich. Du hast gesagt in der letzten Folge, du hast was gesehen. Ich komme mal runtergelaufen. Ja, ich habe hier einen goldenen. In Rot. Elite? Oh, geil. Nein, schon wieder. Nicht schon wieder. Goddammit. Ich will schon wieder sterben, aber egal. Wieso habe ich schon hier so viel Gelump im Inventar? Du hörst immer wieder krabbeln. Es ist aber auch ein hammergroßes Höhlensystem. Du fällst so andauernd durch. Alter, ey. Ja, ist auch cool. Und ein bisschen gruselig. Oh, Was, Hilfe? Ja, ich habe zwei Blaumänner am Jetzt nicht kalt. Zwei sind ein bisschen viel. Einer ist kalt. Zwei sind ein bisschen viel. Unterwegs. Einen weiß ich, überlebe ich. Oh Gott, ich hab erstmal Spinne am Arsch. Spinne am Arsch, Spinne am Arsch. So, ich komme. Wo bist du? Nur weiter unten. Einen habe ich jetzt. Ich konnte separieren. Oh nein. Doch nicht. Ah, verdammt. Wo bist du denn? Das weiß ich selber nicht. Oh, Alter, warte. Der eine hat sich hinter dem anderen versteckt, das war sehr fies. Ich bin gerade noch so davon gekommen. Ich konnte sie noch im Backloch verbacken. Und ich bin jetzt Hammer am. Jetzt lädt er wieder hoch. Also nur wenn du schneller steuern musst, ich glaube, ich habe 10 Stacks davon. Nur Steine. Ja. Ich muss unbedingt Kerzen haben. Ich gehe jetzt nochmal nach oben, hol mal ganzes Holz. Und dann kommt zu mir, ich habe für dich 44 Hart. Oh, ich hab mich jetzt gerade verlaufen. Nein! Ja, das ist das Ding an der Sache. So, jetzt, okay, einfach nur die Treppe hoch. Ja, Dex, bring mir bitte was Eisenmäßiges zum Abbau mit. Ja, komm mal her, ich geb dir einen. Ich geb dir meine neue. Nee, ich hab hier gerade den roten und der backt sich gerade gut so fest, dass ich nicht weglaufen muss. Ich würde dir ja gerne helfen. Ich weiß nicht, bist du nach oben oder nach unten? Nein, nach unten. Ich bin ganz nach unten auf dem Brett und dann nochmal ein Stück weiter runter. Oh nee, dann weiß ich echt nicht. Einfach geradeaus runterfallen von dem letzten Stufe im Endeffekt. In das Höhlensystem hinein. Ah, ist mal zu dunkel. Ich bring was mit. Mach das. Also Dex, wenn du zu mir kommst, ich fäll grad Bäume, ich geh Harz. Ich komm mit. Ich komm zu dir, meine ich. Boah, ich bin so schnell beim Laufen, dass die Treppe, das ganze, die ganzen Steine, die um die Treppe sind, oder die vorher auch an der Stelle von der Treppe... transparent sind. Krass, Ja, ich hatte eben sogar das Problem, dass ich an irgendeiner Stelle in die Wand reingelaufen bin, die schon abgebaut war. So. Hallo. Oh, ich kann ihn alleine abbauen. Nice. Ich komme jetzt zu dir, Stone. Ich muss mal ganz kurz noch ein paar Sachen weglegen, weil ich habe die Taschen. Ja. Taschen voll. Und die Schnauze auch. Oh, ja, das ist. Also das hast du doch immer. Alles gut? Das sind die Treppen, die ich hier runter mache. Knobi, möchtest du die haben? Was, wo? Hä? Wer? Ich check die gerade mal eben ab, aber ich muss erstmal einen Weg jetzt nach oben. Die Seele. Angekommen. Die goldene Seele. Die goldene Seele. Säge? Au! Goldene Goldmann-Seele. Ach, eine Spinne. Moment. Ich höre sie. Spinne und ein Blauling. Aber vorher müsste ich. Aber direkt an der Treppe halt. Ich habe keine Ahnung, wo sie jetzt hingebackt sind. Gott. Kann ich mich einfach hier rausgraben? Ich zweifle es an. Keine Ahnung, wo du hin bist. Ich hab auch keine Ahnung. Der hat mir zwar gesagt, da irgendwie, aber es ist. Tiefer. Ich bin tiefer von deiner Treppe. Ich sehe das Licht von den Fackeln. Geh nicht zum Licht. Unterhalb am Ende der Treppe bin ich. Geh nicht zum Lichtchor. Da runterspringt das noch. Ist ein Bläuling. Genau, da drunter. Da drunter stehe ich. Unter dem Bläuling im Endeffekt. Weil der ist aggro auf dich, nicht auf mich. Ja. Haut er mich? Nein, der haut mich. Hau zurück! Ja, mache ich schon die ganze Zeit. Geh nicht zum Licht. Geh nicht Doch, geh zum tiefer. Licht. Geh tiefer rein. Weil ich habe keine Eisenspitzhacke mehr, deswegen kann ich hier um nichts mehr abfahren. Ach, da ist er. Zeit. Ich hätte dir gerne eine gegeben, ich hätte noch eine da gehabt. Warum, Bläuling? Nö. Warum nur? Ich bin echt bei ihm einmal um die Ecke gelaufen, war ich direkt verloren. Knochenfix. So nennt sich das Ding. Ja, kein Wunder, ich habe auch keinen Helm auf. Wo hab ich's da?
Irgendwas Sinnloses. Irgendwer ist da schon wieder, oder? Man müsste euch da eben knatschen hören. Ja, irgendwo ne. So eine bekloppte lila Spinne war da hier noch irgendwo da. Genau zwischen uns gerade. Jetzt muss ich mal eben gerade gucken, was bringt das denn? Das wird nicht überleben, natürlich. Du hättest mir leben. Hier, ich hab's reingepackt. Hä? Was? Wie? Wo? Hä? Wir hatten die Kisten hier so alle so schräg und schief und schräg gesetzt. Das sieht voll lustig aus. Das soll ich mir nehmen. Meins, ist meins, ja. Das war Absicht. Weil Wächterroboterseele, okay. Weil Wächterroboterseele. Merci, hast du ein bisschen Holz? Brauch ich selber, aber du kannst mal kurz zu der Hüllenkraft von mir gehen. Aber ist egal. Eine Fackel, Fackel abreißen, weil. Nimm mit. Kann ich nicht? Die Seelen brauchst du einfach noch zum Tamen. Die kann ich nicht abreißen, weil du im Sitz hast. Ah, okay. So, das muss ich erstmal hoch, nämlich ich muss erstmal. Willst du den Höhleneingang machen? Ja, mach ich gerade. Bin schon dabei. Wo ist denn Holz? Oh Gott, das ist voll die Rennstrecke hier. Mhm. Ist gut, ne? Deswegen. Oh, was willst du nächste Spinne denn jetzt hier? Mach eine Kurve. Okay, ja, die sind aber nur ganz oben, die Kurven. Naja, deswegen. Wie sind denn hier eine Leiche von mir? Leichenteil. Das ist keine Leiche von mir, das ist was ich weggeworfen habe. Ich bin zu Hause. Tür zurück. Voll zu krass. Hier ist, wirklich. Einmal die hier. Blaues Metall in der Wand. Wasserscheiß. Wasserspritze. Das ist das Kobalt, glaube ich, ne? Wo bist du? Die hier? Hier unten rein. Weil ich kann nur Gold einspritzen. Ja. Die da? Habe ich genug Gold für eine. Und die da. Finde ich blöd, dass. Okay, das ist ja klar, weil wir nicht im Team sind. Wie kommen wir hier raus? Wir sind nicht im Team. Und wir waren gerade alleine. Wir waren niemals im Team. So sieht's aus. Eisen. Oh, cool. Ich habe ein Eisenerz. So, ich mache erstmal 36 Fackeln. Jetzt werde ich die ganze Welt verfackeln. Abfackeln. Ja, aber du kannst doch nicht einfach die arme Pappewelt anzünden. Ja, ist nicht schade. Irgendwann werden die Leute sagen, sag mal, wird's bei euch eigentlich nie dunkel? Na. Dex hat mal wieder seine Mühle angezündet. Dex hat, hallo? Dex hat, das kann natürlich auch passieren. Hat die ganze Welt verfackelt. I don't want to set the world on fire. Ja, das ist so wahr. Oh, ich habe schwarze Steine. Deko. Ja, genau. Habe ich ihn nämlich eben auch schon abgelegt. Jetzt hätte ich nochmal schnell ein bisschen so, Holz. Ihr habt gesagt, ihr habt ja unten Wolfram gefunden. Dann ich ja, sogar hin. Einiges. Das habe ich aber alles abgearbeitet. Was du gesehen hast, Score. Was du gesehen hast, Score, auf der einen Ebene mit mir habe ich alles weggemacht. Ja, ich weiß. Du hast ja ach, du kannst, so du kannst viel noch da unten. Auch abarbeiten, Dex. Mit dem Gold? Ja, mit dem Gold. Mit dem Goldbohr kannst du das abarbeiten. Ach, Wolf, nein, das blaue Zeug meine ich. Nein, Kobalt kann er nicht. Dafür brauchst du einen Wolfram. Ja, das habe ich ja. Und deswegen dachte ich, du hättest das. Nee, Kobalt ist da, ja. Kobalt, ja, und Wolfram. Ja, Kobalt wollte ich abbauen. Deswegen. Nee, Kobalt. 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 Ja, blaue Kobolde haben wir hier auch reichlich. Da will wieder einer was von mir. Fällt mir gerade mal auf. So, ich komme an, baue das Kobalt mal. Ja, Kobalt. Da ist auch blauer Schmutz. Hm, die will ich haben. Ja, ich weiß. Kobaltschwert. Oh ja, warum haust du mich? Wer? Wo? Was? Was ist passiert? Ja, nix, wer, wo, was? Schrecklich. Genau. Diese Kobalts. Die bösen Kobalts. Bösen Kobalts. Chor ganz unten? Ja, so. Ganz unten. Und dann nochmal ein Stück weiter. Ja, warte, wenn du bei mir angekommen bist, dann sage ich dir, wo es ist. Noch ein Stück drüber hinaus gucken. Also bei Minecraft, bei den Schienen, gab es ja auch so eine Bremsschiene. Das müsstest du, glaube ich, mal diese Bremstreppen einbauen. Wir laufen viel zu schnell hier runter. Ja, deswegen baue ich ja ab und zu meine Plattform ein. Dass man überhaupt noch Kontrolle darüber hat, was passiert. So, ich lass mal hier so eine Fackel schweben. Finde ich gut. Oh, ich bin da. Ich bin Batman. So. Dann komm hier unter die Treppe. Da, ist jetzt. Ah, das da, in die da, Wand rein. Da, hier, da. Klum. Gib ihm das nicht! Stell dich daneben, dann nimmst du das auch auf. Guck mal hier, so. Ich hab's aufgehoben.
Sicher? Ich glaube nicht. Ich habe. Ich glaube auch nicht. Ich habe nichts aufgehoben, ne. Verdammt. Achso, ich muss das Ding ja. Hier. Ja, ich baue da drüben die Treppe weiter. Holz. Aber oben zu bleiben. Maschinenteil. Lass mich hier. Na, oh, nicht nach unten. Nach unten. Verdammt. Sag mal, was ist denn los jetzt hier? Scheiße, schon noch weiter nach unten. Was ist das für eine Treppe, Rohr? Ich fahre ja immer weiter nach unten. Out hier, out. Die Terrette ist nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich hab Chor gesagt, nicht? Was? Terrette? Ich habe keine Terrette gebaut. Ja, warum nicht? Du bist doch noch wieder rausgekommen. Ach, du bist das. Ich spring mich da noch rein. Ich hack hier neben dir rum. Also, ich bin ja jetzt hier nur am Wegebau interessiert gerade. Warum zum Verhängen habe ich keine Rot hier? Wenn welche Fackeln. Da kommt schon die nächste Höhle. Wenn welche Fackeln stören, sag Bescheid, ne? Ja. Demos weg. Verdammt, es ist schon wieder dunkel hier. Ach ja, übrigens dunkel. Das ist mal hier ganz was den Scheiß. Oh. Weg. Ja, oh gut. Ja, es sind natürlich auch dementsprechend Viecher unterwegs. Ich will ja keine Viecher hier raus. Ich will keine Viecher. Ich will nur das Material. Aber wenn du an Gnomis Ende der Treppe gekommen bist, ist das eigentlich relativ einfach. Ich bin runtergefallen. Ich weiß, ich ja auch. Look. Ich weiß gar nicht, wo du. Ach, da ist es. Stopp. Alles ist das ein zentraler Schacht, der nach oben durch. Ja, aber man muss das wie ein zentraler Schacht connecten können. Ja, das ist super. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Versteckte Sachen von mir selbst. Ich kann so nicht arbeiten. Es muss ja immer hell sein. Da kommt schon der Erste. Ja. Aber ja. Ich will meint nicht Treppe, sondern Schwert. Er will zu mir. Und da ist irgendwer vorbeigerannt. Ich glaube, der Blaumann. Das wird die Treppe weitergebaut haben. Oh, da kommt der Nächste. Da kommt noch eine Spinne und so vorbei, die waren hinter mir her. Die zerstreife ich mal. Die laufen aber... Wo ist er hin? Ist durchgelaufen, okay. Au. Wieso bist du jetzt bei mir? Du hast doch eben irgendwen anders verfolgt. Nerv sagt. Stürp. Stürpe. Stürp. Mach schnell. Gold. Ein Schatz. Der deine Namen Wenn der das gesungen hätte, Junge, dann wäre der Film aber ganz, ganz schnell in den Bach runtergegangen. Da hätte der Film erst gar nicht angefangen, weil er hätte Sauron sich direkt in die Lava geschmissen, von automatisch. Ich ertrag das nicht. Ich will nicht. Ich kann das nicht mehr. Ich will kein Stern sein. Und der Junge war zu lange unter der Höhle hier, ey. Bin nicht lange genug. Das Lachen von denen ist aber auch lustig gemacht, ey. Ich weiß nicht, wer sich da hingesetzt hat, um den Sound zu machen, aber es ist echt gut. Ich komme noch einmal und ich brauche ein verfucktes Koboldherz. Kobalt. Aber das mit den Adern hier, ne? Das ist echt fies. Die fangen irgendwo an und dann läufst du hinterher und hinterher und hinterher. Und manchmal fährt man dann in die nächste Höhle. Ja, hab ich gerade gemacht, wollte ich gerade sagen. Jetzt bin ich direkt in die nächste Höhle. Ja, ich wandere jetzt auch gerade mal so ein bisschen ab und dann nehme mir ein bisschen Gold mit. Mach das. Weil es geht. Wenn irgendwas gebraucht wird von Materialien, ich habe ja genug irgendwo, irgendwie. Also jetzt, ich habe Wolfram und ich habe Gold. Eisen habe ich wenig. Ah, gefunden. Ja, ich werde wohl irgendwie das vielleicht heute noch schaffen, mal diese Goldbohrer-Quest zu machen. Bin ja vor lauter Bauen gar nicht dazu gekommen. Die habe ich übrigens auch noch nicht geschafft, jetzt bei dem neuen Start. Mhm. Was musst du denn für Goldbohrer-Quest machen? Goldbohrer bauen. Du hast doch einen gemacht, Dex. Ja, das ist doch der Goldbohrer vom letzten, ersten Start. Du hast deines Kopf gegangen, du hast doch jetzt einen neuen gemacht. Ja, aber ich muss aber erst die anderen Quests machen.
Ach nee, warte mal, das stimmt gar nicht. Ich glaube, es kann sein, dass ich die wirklich schon geschafft habe, weil ich bin ja bei der Architektur-Quest jetzt. Die kannst du außer der Reihenfolge machen. Stimmt, ja. Stimmt nämlich auch. Wie macht man nochmal das Dings auf? Das J. Menü? J. Architektur muss ich noch machen. Entdecker, was wäre das? Das ist es mit dem Kompass. Okay. Wettrüsten, das ist was mit Kobalt. Und Terminator. Das hatte ich auch schon mal geschafft. Elite-Wächter-Roboter töten. Yeah. Elite-Wächter? Mhm. Das ist doch Gold. Fick dich. Was? Da ist mein Schwert kaputt gegangen. Ja, du musst aber... Das sind doch aber die teuren Sachen, die du da baust, ne? Nehmen wir mal ein Goldschwert. Die sind besser. Die halten länger. Viel, viel länger. Ne, ich glaube nicht. Doch. In Relation nicht, weil du hast ja mehr Schaden dabei. So, ich will auch ein bisschen Wolf haben. Das heißt, wenn du mehr deckst, ich glaube, ich laufe gerade auf dir. Du läufst gerade auf mir? Moment, du stehst auf Decks oder was? Ich bin. Ihr habt deine bei mir ist keine Beziehung. Wo Gott sagt. Ich hab nur so ein. Ja, ich hab keine Namen gehabt. Wie war's noch mit der Beziehung? Chor, wie war's noch mit der Beziehung? Wenn ihr da gerade so ein bisschen knuddelt, knuddelt. Ja, lalalala. Bon Appetit. Da habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Wollt ihr irgendwas auch nicht erklären? Muss? Habt ihr uns irgendwas zu berichten? Ja. Nichts, was ihr nicht schon längst wüsstet. So. Oh mon dieu. So. Wir waren alle schon dabei, oder wie? Ich muss das mal ganz, ganz, ganz klar sagen. Wir brauchen unbedingt jetzt wieder eine Frau hier im Chat. Oh, meinst du? Im Chatroom. Warum? Das denn? Nur so, ich meine jetzt nur und du meinst eigentlich, mehr Hormone. Dass Raffi irgendwas Positives zum Niveau beizutragen hat? Ich weiß es nicht. Darum will ich nicht. Hat er nicht gesagt. Ich habe Eisen. Hat er nicht gesagt. Er hat es nur laut gedacht. Das ist alles eure Fantasie. Genau. Ich hab nachts davon geträumt. Bin schweißgebadet aufgewacht. Das ist eine Waffe. Kau dich, blauer Goblin mit Spawnswerfer unter mir. Ich stell mein. Ups, Kobalt. Hier ist ein blaues Viech in mir drin gespawnt. Das sieht schick aus. Das Viech. Blödes blaues Tier, du. Los, das ist. Wo bist du hin? Gib ihm Tiernamen. Au. Übrigens schlägt der blaue Kobold mit zwei Schwertern her, mit zwei Händen, mit zwei Hand Streitkolben zu. Voll gut. Zwei Echsen. Oh, jetzt habe ich zwei Echsen vor der Nase. Das könnte eng werden. Wo bist du? Warte, unter der Treppe abgebogen und dann hauen dich. Au. Versuch irgendwo abzuhauen. Die sind zu schnell, meistens kommst du gar nicht weg. Doch, aber die backen sich aber auch gerne mal irgendwo fest. Ja, aber es waren halt zwei, das ist das Problem. Ja. Ich hatte das eben auch, zwei Bläulinge sind echt schon echt eine Nummer für sich. Ein Blick gehandelt, ist kein Thema. Ja, erst recht, wenn man schon angeboomst ist und jetzt hast du es aber übertrieben, Kuro. Ach komm. Ich wollte auch mal mit dem erhobenen Finger auf dich zeigen. Nimm das an weg. You don't know. Von hier. Von hinten, von einem Blaumann, werde ich hier angebumst. Also, ja. Jetzt wird es aber langsam schmuddelig hier. Ja, natürlich, die haben es echt. Okay, jetzt habe ich auch zwei am Arsch. Oh, der ist aber tot. Vielleicht meine beiden. Ja, der ist tot. Die sind gerade gestorben. Alle beide. Gold. Weil der eine war schon voll angeschlagen. Moment, war ich oben lang? Oben lang oder unten lang? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Bin ich hier lang, hier rüber und da ist doch meine Kiste. Voll, ich stelle mir gehabt, das Wolf vom Schwert hergestellt. Ich wollte jetzt eigentlich Kobalt. Schwert herstellen und habe aus Versehen auch für Handwerkschaft auf Kunst gestrickt. Was heißt, was? Auf Handwerkschaft auf Kotzen? Ja, auf Kunst. Ich wollte es eigentlich bearbeiten. Auf Kunst? Also, du wolltest es eigentlich bearbeiten. Ja, und dann. Nein! Was ist für Künstler? Nach was denn? Ja. Was hast du denn ausgemacht? Standard. Ein Standardschwert. Ja, also da kommst du wohl, ich möchte nicht, dass du neben mir kämpfst, bitte. Also ich will hier nicht mit Standardsachen hier neben mir her. Nein, das geht mal gar nicht. Ja, kein Problem. Ich bin hier einfach mit einem Schlag, dann ist das von daher kein Problem. Ja.
Wer hat eigentlich nochmal das Laserschwert genommen? Hast du es gehabt? Von mir? Du hast mir das Laserschwert gegeben und... Du hast es, glaube ich, kaputt gemacht, oder? Nee, ich habe es noch nicht kaputt gemacht. Ich glaube, ich habe das irgendwo in eine Kiste gelegt. Komm her! Muss man nutzen. Ist voll lustig. Klatsch tot. Ja. Ja, so gut. Also ein, zwei Schläge wollte. Aber bei den Golan Goblins muss das eigentlich recht schnell gehen. Aber das Schwert ist ganz tot, weil es ein Knife. Ja, das ist... Schade. Aber... Kurz wäre es auch krass übermächtig, wenn das Ding noch halten würde. Ich wollte jetzt irgendwie... Nee. Ja, mehr Gold. Doch. Ich brauche eine goldene Rüstung. Ja. Ich bin der auch goldene so am Goldhaken gewesen. Ha! Aber die Seele ist auch da. Da lohnen sich die ersten Verzauberungen gut drauf. Also ich werde mir jetzt gleich ein Schwert aus Swarovski-Steinen machen. Swarovski? Hast du? Wenigstens leuchtet dann bei Nacht. Hat wer von euch zwei Rappekeulen oder? Rappt eine hätte ich. Mit einer kann ich dienen, aber nicht mit zwei. Da habe ich nämlich auch einen Schaf drauf, aber damit kann ich leider nicht dienen. Dann mache ich wieder Crit drauf. Dann mache ich wieder Crit. Oh. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass ich Tageslicht sehe. Ach doch, grün dran hier. Alter, warum komme ich denn nicht hoch? Dann echt, ein Tipp fehlt mir. Treppe weiter bauen. Wo ist denn eigentlich der Bob, der Baumeister, der eigentlich hier bei mir die Treppen bauen sollte? Runtergefallen. Du bist auch, ich habe jetzt gerade übrigens ein Stückchen weiter runtergebaut, damit wir... Ja, das ist okay. Ich werde dann von unten versuchen, eine Treppe anzusetzen. Kannst du ja mal gucken. Und auf dem Weg dahin hacke ich hier durch so ein paar Goldadern. Aber ich glaube, wenn du mal die eine, ich glaube, du brauchst 1, 2, 3 Treppen, dann kannst du mal gucken, wo du jetzt gleich landest mit mir. Oder? Ja, habe ich noch. Ich habe noch 10 Treppen oder 15 Treppen oder sowas. Brauchst du gar nicht. Ich glaube, du brauchst was anderes hier. Du brauchst, glaube ich, eine Türrahmen oder sowas. Meinst du? Ja. Meinst du, wir sollten mal eine Sicherheitsplattform einbauen? Ja, kannst du dir mal hier angucken, wo ich gerade gelandet bin. Sieht ziemlich aus wie... Hier ist eine Fackel. Wie Moria, eine Mine. Ja. Ich setze an. Hallo. Rosa. Eine Mine. Rosa, ich habe hier eine Fackel von ihm gesehen. Da. Wächterroboterraben. Oh, hat die jemand? Oder glaubt er nicht, oder? Wächterroboterraben? Habe ich keinen? Was? Wie? Wo? Was brauchst du? Wächterroboterrahmen. Suche ich gerade, aber welcher? Einen Arm? Nee, einen Arm habe ich nicht. Rahmen. Rahmen habe ich auch nicht. Rama. Das sind die aber, die du, glaube ich, von den Alpha, Quatsch, Elite, Wächterrobotern. Ja, aus. Von dem blauen oben, Chris. Ja, genau. Oh, hallo. Oh, Drop, darf ich wegrufen? Fühlen Sie sich gebohrt? Was haut mich hier? Oder wo haut es? Da haut es. Alter! Ach, Chor wollte auch noch ein Stück haben. Ja, willkommen am unteren Ende der Treppe. Der Nahrungskette. Oh, guck mal, Spini da oben. Komm, wir schießen mal Spini an, damit sie mal runterkommt. Spini, komm runter. Huch, wo ist er hin? Wo ist er hin? Da. Wo? Oh, hallo, Bläuling. Dich lass mal lieber da unten. Warum sind sie zu mir? Mann! Jetzt ist er hochgekommen. Aui, auf den blauen Mann. Au, wie blau! Ach, ist er schon. Verdammt! Grün und blau. Oh Gott, guck mal hier! Ich will hier hoch. Was ist denn da los? Nichts. Ja, oh. Das ist mal nett. Nein, ist kaputt gegangen, mein Bohrer! Ich will nach Hause. Ich will nicht mehr leben, sagt er. Ja, es geht gerade in die Richtung. Ach, ist das schön hier. Junge, was ist denn das für eine Eisenader? Echt Eisen? Das ist Eisen. Ach, hör auf. Eisen? Das ist Eisen. Eisen? Und denkst du schon, dass er nie Eisen hat? Eisen. Ich dachte, das wäre hier das... Nee. Warte jetzt, links oder rechts? Warte jetzt. Das ist alles Eisen, die ganze Eisenwand hier. Das ist echt mega groß, hä? Könnt ihr euch mitarbeiten? Ja, Mann. So gut, die geht sogar nach innen. Das ist auch neu. Ach ja, und so kleine Info zu den Verzauberungen. Zum Beispiel bei Bären, bei Leben war es ja Bären. Krass. Mhm. Jetzt nicht mehr. Bei Gold. Bei Gold ist ja, es jetzt blauer Goblin-Wilderzahn. Stimmt, der will bessere Upgrades für die besseren Sachen haben.
So, ich gehe mal da oben wieder einen Goldbohrer machen. Goldenen, Nasenbohrer? Nasengräber. Da ist die Spinne. Ich schieße jetzt mal runter. Da runter, du! Wo ist sie? Hallo, Goldroboter. Da kommst du. Au. Herzlich willkommen. Oh, 3350. Komm her. Wo bist du? Lern langsam zuschlägen. Und ich werde dich. Nee, es geht. Ich hätte ihn vielleicht sogar alleine gekriegt. Komm, komm. Weil er hat mich erst dreimal geschlagen. Komm, mach doch. Rabu. So. Ich glaube, ich gehe auch Gold. Etwas tiefer runter. Das geht ja, mega groß, aber ich finde diese Halle so cool hier. Das gefällt mir voll gut. Da könnten wir ja, dann lass uns doch da einfach mit Geraden durchbauen, dass die Halle erhalten bleibt. Mehr wo seid ihr gerade? Achso, da hinten. Und dann Pfeiler nach oben setzen. Okay, da will ein Blauer anbringen. Zu euch. Der macht gerade einen Moonwalk rückwärts. Jetzt geht er wieder vorwärts. Oh ja, Mr. Moonwalk. Mr. Bombastic, very bombastic. Will zu mir. Ich zieh ihn mal hier rüber. Wo ist er hin? Wo ist er jetzt hin? Der geht mal. Irgendwo in mir. Er ist in mir! Haut ihn, töte die Lobarbeit! Der wird muss sterben. Tötet er es, bevor er es noch Kinder kriegt. Keiner geht den Wirt. Keiner geht dem Wirt ans Leder. Wo kriegen wir denn unseren Wirkstoff her? Ha. Ha. Oh. Ha. Links, rechts. Dieses Duster. Ich habe Angst. Mein Gott, die Treppe ist so gut gebaut. Da flutscht man förmlich nach oben. Ja, außer das letzte Stück wird ein bisschen technisch anspruchsvoll. Ja, da muss man echt aufpassen. Da musst du echt Schuhe mit Profil, sonst rutscht du hier aus. Wir hatten ja die Tür hier offen gelassen. Was ist denn hier los? Das geht ja mal gar nicht. Nachher kommen sie hier rein. Die werden Spinnenherren. Blauen Männer. Schade. Oh Gott. Ich muss jagen gehen, ich muss wieder Fleisch sammeln. Ich muss den Entwickler mal anschreiben, dass er das ein bisschen langsam machen soll, dass das mit diesem Schmelzen. Weil so in dieser Zwischenzeit kann ich mir gar nicht so schnell irgendwie was Schokolade aufmachen. Das geht nicht. Wenn das dein ganzes Hauptproblem ist. Ja, Dex, da brauchst du einfach mehr Erz, dann dauert es länger. Und wer hat die Tür zugemacht? So, Gold. Hä? Wo hab ich denn mein Holz? Oder gerade ein Bär? Hä? Warum hab ich das ganze Holz hier hingetan? Okay. Ich hab einen Bären aufbinden lassen. Ich hab gerade gegen Bären gekämpft, das haben wir verschwunden. Attacke Banane mit dem Bär? Was? Attacke Banane mit dem Bär? Aber da war du da. Warte, hatte du da? Warte, hatte Bär da? Hat du Bär da? Hat du Bier da? Hast du kalten Kaffee? Hast du Möhrchen? Nee, aber. Hast du Brot? Schokolade. Gay. Nee, lass mal. Mit Schoki. Aber was Schoki wäre jetzt auch was Nettes. Ich glaube, ich hole mir auch gleich was. Nein, ich habe noch was Cooleres. Ich habe einen Marshmallow. Also, was der. Das muss ich jetzt mal ganz klipp und klar sagen. Was ich jetzt gerade geschmolzen habe, in den paar Sekunden würde auf einem Handy City Map Schmelzdings 4-5 Wochen dauern. Wahrscheinlich. Für jeden Block brauchst du für mindestens 5 Stunden oder sowas, irgendwie Eisen zu schmelzen. Ich weiß nicht, SimCity oder sowas, da musst du ja auch irgendwas machen, dann dauert das Ewigkeiten immer. Bist du Wochen dran. Das Wochen, Monate, ja. Wirklich, Wochen. Tausende. Und aber von Tausende. Wochen. Und von Tausende. Und Wochen. Und Wochen. Komm, lass es mal Tag werden. Ich will Schweine jagen gehen oder irgendwas anderes. Das Kopf fahren. Kommst du mit, Dex? Was denn? Kleine Tür machen. Jagdausflug. Oberirdisch, wo die frische Luft ist. Fleischreserven mal wieder aufstocken. Oh, du meinst wirklich oberirdisch, wo die frische Luft ist? Ja, wo die Luft nicht so dick ist. Da, wo ab und zu auch dieser riesengroße Feuerball mal sich zeigt und mir die Augen verbrennt. Ja, genau da. Ja, nee, dort, nee, wo nee. Son Goku wohnt halt, ja.
Son Goku, da guckt jemand Dragon Ball. Würde ich auch so verstehen. Früher. Viel. Ach so, deswegen diese Ticks. Aber ich muss das meinem Kleinen eigentlich mal zeigen. An sich mal so sehen würde ich mal früher mal. Obwohl Dragon Ball ist jetzt nicht gerade was für einen Dreijährigen. Was? Nicht? Die kämpfen, schlagen, schreien. Mensch, du bist doch voll out, mein Freund. Das Hauptproblem ist aber wohl eher, dass die Aufmerksamkeitsspanne einfach nicht reicht, über 5 Folgen einen Kampf anzusehen. Nee. Manchmal eine Evolution, ein Schrei. Ach. Ich fand das immer voll lustig. Oh, ja. Ich fand das immer voll gut. Er lädt immer noch auf, die Genki-Dama. Immer noch und immer noch. Irgendwo sind wir bei der 10. Folge angekommen und jetzt, oh, und dann puff, nichts. Ach, verdammt. Ich habe die erste Formel falsch geschrieben. Nochmal neu machen. Das war ja übrigens, ich weiß nicht, wie diese asiatisch-chinesische Fußballserie hieß. Ich weiß nicht mehr, wie sie... Kickers. Entweder Kickers oder... Ist ja, für einen Schuss aufs Tor hat es eine Woche lang Folgen gegeben. Für einen Schuss. Das waren, glaube ich, die Superkickers. Aber meine Fresse. Das war Superkickers. Das war Mila Superstar als Fußball. Das ist echt der Hammer. Das kannst du heute nicht mehr verkaufen. Basa Ozora. Und dann holt er aus zu seinem gnadenlosen Schuss und mal und hämmert das Ding einfach weg. Das ist ganz cool. Das war ganz nice. Ja. Was? Das habe ich auch viel geguckt. Genauso wie Mila Superstar. Mila kann machen. Und jetzt können sie alle böse gucken. Ich habe auch Sailor Moon gesehen. Aber es gab nichts anderes. Das ist die Begründung. Ja, du hast es nur wegen den Möpsen gesehen. Ich meine wegen den nur wegen der Verwandlung. Ich habe es mir nur wegen der Verwandlung angeguckt. Ja, ganz davon ab, Sailor Moon war ursprünglich anders geplant. Nackter? Knacknacken? Ja. Oh, irgendwas mit Haar. Ja, ich weiß nicht, wie es genau heißt. So, Leute, ich sag da mal für diese Folge: Timeout, wir sehen uns in der nächsten Folge. Däumchen hoch und sagt das bitte nicht eurer Mutter, was ihr gerade gesehen habt. Oh. Bis denn dann. Bis denn. Ich hoffe, sie haben es nicht gesehen. Das beunruhigt mich viel. Denkst mehr. Du, spießen da bitte schon ein. über diese Zensurzeichen und piep, piep.